Ich grüße Sie, Wahrheitssuchende. Heute lernen wir, wie wir diese schwächsten Zustände bewältigen. Wenn man gar nichts machen will, alles aus den Händen fällt oder man etwas zerschlagen möchte. Wie man diese scheinbar völlig unüberwindbaren Zustände überwindet. Wie man sich selbst verbessert. Wie man Glück, Erfolg und Reichtum in diesem Leben erreicht. All dies in unserem heutigen Unterricht. Ich gebe Ihnen eine spirituelle Praktik, die ich persönlich jeden Tag mache und berate Sie auch. Sind Sie bereit? Wissen Sie, dass gerade in diesem Moment, im Moment des Übergangs in das Zeitalter des Wassermanns, eine Menge feinstofflicher Energie auf unserem Planeten angesammelt wird? Was bedeutet das? Schamanen würden es Geister nennen. Geister erfüllten alles um uns herum, wobei es auf unserer Erde sowohl die Geister der oberen Welt, gutherzige Geister, Geister der Freude, des Glücks, des Reichtums, des Erfolgs, der Gesundheit, der Liebe gibt, als auch die Geister der unteren Welt, die Geister der Kränkungen, der Enttäuschung, die Geister der Bosheit, der Aggression, der Armut und der Krankheiten. Es bewegen sich gerade eben so viele Geister um sie herum. Wenn sie ihren Blick lösen und die Gabe der Hellsichtigkeit bereits geöffnet haben, können sie sie sogar sehen. Sie sind überall, in der U-Bahn, in jedem öffentlichen Verkehrsmittel. Überall auf dem Platz können sie Geister sehen. Und diese Geister ernähren sich von der Energie, der emotionalen Energie eines Menschen. Das heißt, jeder von uns. Doch wie genau geschieht das? Stellen Sie sich vor, dass Sie von jemandem sehr gekränkt wurden. Vielleicht ist Ihnen jemand auf den Fuß getreten oder ein Auto ist vorbeigefahren und hat Sie mit Schmutz bespritzt. Vielleicht hat jemand am Arbeitsplatz oder in der Familie etwas Unangenehmes gesagt und Sie hegen einen Groll. In diesem Moment, in dem Sie die Energie der Kränkung ausstrahlen, nähren Sie die Geister der unteren Welt, die Geister der Kränkung. Sie strömen dorthin wie Fische nach Nahrung und beginnen genau dort zu leben, wo diese Energie ist. Wenn der Geist der Kränkung so groß wird, dass er ihren Willen vollständig wegnimmt, provoziert es sie, sich noch mehr zu kränken, weil er Nahrung braucht. Er ruft seine Freunde, den Geist der Armut, den Geist der Krankheit. Und sie alle fangen an, sich von der emotionalen Energie von ihnen selbst zu ernähren. Ja, meine Lieben, dies geschieht tatsächlich. Deshalb gibt es einen solchen Ausdruck. 33 Unglücke. Ein Problem beginnt, gefolgt von einem zweiten, einem dritten und wie ein Schneeball häufen sie sich an. Ist das ein bekannter Zustand? Vielleicht haben Sie schon einmal ein solches Gefühl erlebt, dass Sie gar nichts tun wollen. Sie geben auf. Sie können sich einfach nicht bewegen und Sie scheinen zu verstehen, was getan werden muss. Ja, es gibt einige Aufgaben. Einige Probleme müssen gelöst werden. Aber ich kann einfach nicht. Ist es Ihnen bekannt? Oder Sie sind so verletzt, dass Sie sich allein fühlen. Sie weinen und können den Fluss der Tränen nicht aufhalten. Und egal, was irgendjemand sagt, es ist einfach ein Gefühl, das sich festgesetzt hat und das man nicht mehr los wird. Ein vertrautes Gefühl? Oder vielleicht waren Sie einmal so wütend, dass Sie am liebsten eine Vase gegen die Wand geworfen oder Ihr Handy zerschmettert hätten. Oder ist das vielleicht sogar passiert? Wenn Sie einen solchen Zustand erlebt haben, bedeutet dies, dass ein Geist in ihrer Aura erschienen ist. Ein aggressiver Geist, der Geist der unteren Welt und provoziert sie zu diesen Emotionen. Deshalb können sie nichts tun. Er hat sie ganz verschluckt. Eine Illustration in einem Animationsfilm, die sehr gut zeigt, wie das passiert. Ich lasse Ihnen einen Link in der Beschreibung.
Und umgekehrt, wenn Sie das Leben mehr genießen, danken Sie dem Universum für alles, was passiert. Es spielt keine Rolle, ob Ihre Kleider beschmutzt, Ihnen auf den Fuß getreten wurde, Ihr Auto eine Panne hatte, Sie keine negativen Emotionen aus diesem Grund oder nur für sehr kurze Zeit erleben. Und dann danken Sie dem Universum für eine neue Gelegenheit, die sich auftut. Wenn ja, dann haben die Geister der Unterwelt nichts davon. Sie fliegen nicht in Ihr Leben, sie sitzen nicht auf ihrem Stammbaum, sie siedeln sich nicht in ihrem Haus an. Nein, dorthin strömen die Geister der oberen Welt zusammen. Die Geister der Freude, die Geister des Reichtums, die Geister der Gesundheit. Deshalb sind glückliche Menschen in der Regel gesünder. Wirklich. Dies führt zu dem Konzept, dass alle Krankheiten von den Nerven ausgehen. Wenn wir uns Sorgen machen, treffen die Geister der Krankheit zusammen. Wenn wir uns freuen, sind die Geister der Gesundheit um sie herum. Deshalb ist es bedeutend, mit den Leitern der Macht zu kommunizieren. Wenn sie in ihrer Nähe sind, beginnen diese guten Geister, die den Meister, spirituellen Mentor oder Schamanen ständig umgeben, sofort zu ihren Füßen zu schnurren und Glück, Erfolg, Reichtum und Gesundheit mit ihnen zu teilen. Wenn sie die Geister des Glücks und des Erfolgs in ihr Leben ziehen wollen, wenn sie die Geister der Krankheit und der Kränkung loswerden wollen, dann müssen sie jeden Tag die Praktik Himmelerde machen. Das ist ein Exorzismus, die Vertreibung böser Geister und die Anziehung guter. Sind Sie für diese Praktik bereit? Dann müssen Sie jetzt eine Liste mit diesen Eigenschaften erstellen, mit diesen Zuständen, wie Sie loswerden möchten. Aber benennen Sie diese gleich richtig. Ich möchte den Geist der Faulheit, den Geist der Kränkung, den Geist der Wut, den Geist der Armut loswerden. Und erstellen Sie auf die gleiche Weise eine zweite Liste, indem Sie sagen, ich möchte den Geist des Reichtums, den Geist der Freude, den Geist des Glücks anziehen. Ich werde Ihnen ein kleines Geheimnis verraten. Wenn Sie mehr Energie, Freude, Liebe, Gesundheit bekommen möchten, dann müssen Sie dies nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere Menschen wünschen. Schreiben Sie daher unbedingt in die positive Spalte, ich möchte den Geist der Hilfe anziehen. Ich möchte den Geist der Offenheit, der Kraft, der Einbeziehung in den höchsten Egregore der spirituellen Schule anziehen. Dies sind die beiden Listen, die Sie jetzt erstellen müssen. Und dann geht es weiter mit der Praktik. Stellen Sie mich auf Pause. Machen Sie zwei Listen und ich sage Ihnen, was als nächstes zu tun ist. Ich freue mich sehr, dass Sie bereit sind, zur nächsten Stufe überzugehen. Was ist jetzt zu tun? Zuerst müssen alle Geister der unteren Welt zurück in die Unterwelt, in den Untergrund, verbannt werden. Dazu können Sie die Liste vor sich halten, irgendwo hinlegen oder sich auch an das Geschriebene erinnern. Dann stehen Sie auf, spüren den Boden unter Ihren Füßen und beginnen, diese Geister mit einem sehr starken und kraftvollen Ausatmen aus ihnen herauszudrücken, indem sie sagen, ich vertreibe den Geist der Faulheit aus mir. Ihre ganze Aufmerksamkeit ist nach unten gerichtet. Sie schauen auf den Boden und drücken geradewegs, spannen ihren ganzen Körper an, alle ihre Muskeln, ziehen es aus dem Inneren heraus und treiben es unter die Erde. Ich vertreibe den Geist der Kränkung aus mir. Ihre Worte sollten sehr stark sein, so beängstigend, dass der böse Geist sofort davoneilt, mit solcher Kraft und Macht, wie sie die Worte aussprechen. Ich vertreibe den Geist der Armut aus mir. Sie drücken sich ganz nach hinten und schlagen nach unten, als ob sie in den Boden rammen wollten. Und wiederholen sie dies mehrmals. Ich vertreibe den Geist der Kränkung, den Geist der Armut, den Geist des Misserfolgs, den Geist der Krankheit. Das war es, das war es. Ich vertreibe alle negativen Geister aus mir, indem sie sich selbst, ihren ganzen Körper, mit großer Kraft vollständig befreien. Mit Spannung nach außen drücken, sie aus ihrer Aura sammeln, stoßen sie sie weg. Und wenn sie sich vollkommen befreit fühlen, stampfen Sie die bösen Geister und schlagen sie in den Boden. Und dann machen Sie einen Schritt nach rechts und entsagen allem, was Sie getan haben.
sie spüren, wie ihre Energie, ihr Energiefeld, ihre Aura von allem Negativen befreit wurde. Und jetzt lenken sie ihre Aufmerksamkeit von der Erde zum Himmel. Wenden sie sich den Geistern der oberen Welt zu. Strecken sie ihre Hände aus und fangen sie an, den Geist der Freude, des Glücks und des Reichtums anzuziehen, indem sie sagen, ich ziehe die Geister der Freude an und ziehe sie in ihr Leben an. Ich ziehe den Geist des Glücks, des Reichtums und des Erfolgs an. Und ziehen sie sie an, spüren, wie sie mit hellem Glanz vom Himmel zu ihnen zusammenfliegen. Sie selbst erleben einen Zustand der Freude und des Glücks. Ich ziehe Geister der Hilfe des Menschen, der Einbeziehung in den spirituellen Egregore an. Ich werde fröhlich, stark, selbstbewusst, schön, glücklich. Ich ziehe den Geist der Liebe an und sende Liebe in diese Welt. Ich ziehe den Geist der Freude an und sende Freude allen um mich herum. Ich ziehe den Geist der Hilfe des Menschen an und helfe allen Menschen. Ich bin stark. Ich bin selbstgenügsam. Ich bin selbstbewusst. Ich bin gesund, erfolgreich, reich. Ich helfe Menschen. Ich gebe mich der Kraft hin. Ich bin offen für Kraft und akzeptiere sie. Spüren Sie, wie der Strom vom Himmel, der Strom aus Licht, Glück, Liebe und Harmonie in Sie einströmt. Fühlen Sie es. Und während Sie einatmen, sammeln Sie diese Energie aus dem gesamten umgebenden Raum, aus dem Universum. Verbinden Sie Ihre Handflächen in einer Gebetsgeste vor Ihrer Brust und neigen Sie, der Kraft dankend, Ihren Kopf in Dankbarkeit zum Universum für die geschenkte Energie. Wie fühlen Sie sich? Großartig, oder? Spüren Sie, wie viel Kraft und Energie in Sie eingetreten ist. Doch wie genau? Denn zuerst haben Sie den Raum befreit, indem Sie alle bösen Geister von Ihrem Feld vertrieben haben. Meine Lieben, dieses Ritual, Himmel und Erde, wird den ganzen Tag für Sie wirken. Daher empfehle ich, es jeden Morgen zu tun. Und bis zum Abend haben Sie definitiv genug Ladung an Lebhaftigkeit, Positivität und Energie. Wenn im Laufe des Tages plötzlich etwas passiert ist, das Sie verunsichert hat, dann suchen Sie sich einen abgelegenen Ort, an dem Sie wieder alle bösen Geister in die Erde treiben und mit Licht und Positivem und Glück erfüllt werden können. Wenn Sie möchten, dass dieses Ritual mehr Kraft und Einfluss auf Sie hat, dann empfehle ich Ihnen sehr, es mit Gleichgesinnten in unseren Live-Unterrichten zu machen. Wenn Sie die Praktik Himmel und Erde machen werden, während Sie in der Mitte des Kreises stehen und ein paar mehr Leute sie stärken, dann reicht ihnen diese Ladung vielleicht für eine ganze Woche. Und wenn sie die Austreibung böser Geister aus ihrer gesamten Familie wollen, damit ihr Stammbaum für immer von bösen Geistern, Armut, Krankheit und Leiden gereinigt ist, dann müssen sie ein individuelles Ritual mit einem echten spirituellen Meister oder Schamanen durchlaufen. Dies können sie in unseren Seminaren tun. Melden sie sich unbedingt für unseren Live-Unterricht an, um sich auf die Seminare an den Kraftorten vorzubereiten. Glauben Sie mir, was am Ort der Kraft mit Ihnen geschehen wird, die Praktiken und Rituale, die Sie dort durchführen, werden Ihr Leben auf den Kopf stellen, Sie ein für alle Mal verändern. Daher wünsche ich Ihnen von Herzen, dass Sie zu unseren Seminaren kommen. Und jetzt, wenn Sie eine Woge von Kraft und positiver Energie spüren, dann stellen Sie sicher, dass Sie diesem Video ein positives Gefällt mir geben. Teilen Sie es mit Menschen,
denen sie auch Glück, Erfolg, Wohlstand und Gesundheit wünschen. Es sollten 10 Personen sein, nicht nur eine. Je mehr Frauen diese Praktiken gleichzeitig machen, desto mehr Energie bekommen sie persönlich. Stellen Sie sich das vor. Ja, so funktioniert es. Und abonnieren Sie natürlich unseren Kanal, falls Sie es noch nicht getan haben. Klicken Sie auf die Glocke und lassen Sie sich über mein nächstes Video benachrichtigen, das noch wirkungsvoller und nützlicher für Sie sein wird. Auf ein baldiges Wiedersehen. Meine Liebe, Sie haben das Video bis zum Ende gesehen. Und jetzt kommt das Wichtigste. Nur Sie erwartet das Geheimnis des Erfolges. Erhalten Sie als Geschenk ein Glücksamulett und wichtiges Wissen in einem Gruppenkurs in Ihrer Stadt. Melden Sie sich als erstes über den Link in der Beschreibung an. Bis bald!